Erzählen Sie uns was über sich. Ich habe einen Talentwettbewerb gewonnen und dachte, ich versuche mein Glück mal in Hollywood. Die kleine Maler hat sich entwickelt. Ein paar von denen wollen nur ihre Rohre verlegen. Was? Zur Sache kommen. Einlochen. Dich flachlegen. Verstehe. Hi, ich bin Frank. Hi. 2 Wochen in Los Angeles und Sie arbeiten schon für Howard Hughes? Hoch hinaus zu wollen, schadet nicht mehr. $400 die Woche und das hier? So wie man Howard Hughes kennt, erwartet er dich dafür hoffentlich nicht in einem Hotelzimmer. Mr. Hughes, ich danke Ihnen für den Schauspielunterricht, den Ballettunterricht und für die Chance, ein Star zu werden. Was zum Teufel macht sie hier? Sie sagten, Sie wollen die Kleine mit den 2 M's. Ja, Marilyn Monroe. Ah. Das ist Marla Mabry, eine Baptistennonne. Amen. Amen. Sie wissen, warum Baptisten in Sex etwas Böses sehen, oder? Weil es die Vorstufe zum Tanzen ist. Für sowas bin ich nicht die Richtige. Ich bin langweilig. Eine Filmschauspielerin muss doch üppig und sexy sein. Ich meine, sind das nicht die Regeln in dieser Stadt? Sie sind eine Ausnahme. Die Regeln gelten nicht für Sie. One day I told my friend I was terribly blue. Was it far too late to do? Meine Verlobte glaubt, wenn man intim miteinander war, ist man in den Augen Gottes dieser Person für den Rest des Lebens verpflichtet. And he answered. Sie glaubt also, sie wären praktisch verheiratet. Wenn jemand, der für mich arbeitet, eine Beziehung zu einer unserer Vertragsschauspielerinnen eingehen will, muss ich ihn feuern. Was soll denn das? Sie haben doch einen Führerschein, oder? Na los! Haben Sie von anderen gehört, ich sei verrückt? Sie sind nicht wie andere Leute. Sie sind eine Ausnahme. Es ist etwas passiert, das wir nicht geplant hatten. Hat dir den jemand geschenkt? Von wem hast du den? Du bist eine begabte junge Frau mit einer wunderbaren Zukunft und jünger wird man auch nicht. Du hast gesagt, die Regeln würden für mich nicht gelten. Weißt du, für dich gelten sie auch nicht.